Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Black and White 2. Und ja, wie ihr schon hier seht, ist alles ein bisschen chaotisch, so wie in der letzten Folge auch. Wir haben die neue Insel besucht, die Totenkopfinsel hier. Hier genau. Und ja, sieht ziemlich cool aus. Hier ist ein Totenkopf. Ziemlich cool. Und ja, wir werden angegriffen und wir werden angegriffen. Und wir werden angegriffen. Habt ihr schon gewusst, dass wir angegriffen werden? ja, wir müssen erstmal wieder hier wieder alles, keine Ahnung. Ist es noch heiß oder was? Was kann man da? Keine Ahnung. Warte mal. Okay. Genug. Ich bin bereit. Lass die Azteken ein für alle Mal triumphieren. Ich bin bereit. Angreifen. Hat man das nicht letztens gehabt? Okay, das ist wahrscheinlich, weil ich gespeichert habe und rausgegangen bin. Wir wollen mal gucken, ob wir hier wieder die Mauer ziehen können. Also, es ist ziemlich chaotisch. Wenn es nicht so gerade ist, macht das nichts. Diese Narren denken, ihre Mauern könnten mich aufhalten. So, keine Ahnung. Wir ziehen da jetzt einfach mal eine Mauer hin. Erz haben wir ja hier eigentlich genug. Ist jetzt halt Chip, aber ja gut, das macht ja nichts. Wenn es ein bisschen Chip ist. Das ist Kunst, wenn Chip ist. Ja, und Nahrung brauchen die auch. Wir werden so. Dann müsste man wieder hier anfangen zu bauen, ne? Ja. Dann würde ich sagen, wo ist es denn? Ich suche dieses Veredler-Ding, also dass man da. Ah, da ist es ja. Genau. Die Griechen werden keine Kornspeicher mehr brauchen. Genau. Feld. Dann werden wir hier rundherum Feld machen. Zack. Diese Griechen werden unsere Felder nie wieder verlassen. Zack. Wir brauchen Nahrung. Ja, ihr braucht Nahrung. Das ist mir doch klar, dass ihr Nahrung braucht. So. So, als weiter, dass wir da ein bisschen. Da haben wir jetzt alles voll mit diesen Feldern. Ja, wir tun mal ein paar Bäume. Das ist mal schneller hier. Okay, dann tun wir die Bäume wieder hier hin. So. Ja, ihr braucht Nahrung, das ist mir schon klar, dass ihr Nahrung braucht. Ach, jetzt ist erstmal die ganze Hektik mal wieder ein bisschen. Ach. So, lass uns auch noch ein bisschen schnell aufbauen. Zack. So, dann können wir das wieder hier hin. Das
Bekehrter Veredler. So. Bekehrter Brüter. Bauer. So. Das wäre doch gut, wenn wir das noch hier kriegen würden. Das passiert allen, die es wagen, sich gegen die Macht der Azteken aufzulehnen. So. Hast du immer noch Hunger? Achso, ja, wir wollten nur noch ein bisschen hier Felder machen, ne? Da brauchen wir noch ein bisschen Felder. Was haben wir da? Werkstatt. Okay, die wollen eine Werkstatt. Bringen sie auch eine Werkstatt, oder? So, dann haben wir jetzt auch den Schild gleich erobert. Das ist schon mal sehr gut. Da haben wir schon mal hier. Die Wikinger haben die Aztekenstadt genommen. Aha. Sie kommen, um zu kämpfen. Gut. So, jetzt kriegt ihr erstmal hier einen Abzack. Weg mit euch. Und hier kriegt ihr hier das. Jetzt können wir wieder hier aufbauen. Oh, haben die viel Erz? So. Noch irgendwo? Ne. Hier müssen wir zumachen. Bekehrter Brüter. Brüter? Bekehrter Brüter. Universität. Ah, können wir das auch so benutzen, okay. Okay. Also, wollt ihr nochmal so eins haben oder was? Da können wir es nochmal hinmachen. Zack. Bald werden in den griechischen Lagerhäusern nur noch Ratten leben. Ja, ja. Ratten. Ratten. Ja, Ratten hat schon mal als Hausthema gehabt. Die sind ziemlich süß. War in der Schule ziemlich beliebt, sogar bei den Mädchen. Die haben immer dann zurückgeschrien und sowas. Das war ganz lustig damals. In der Schule. Damals. Ja. Da war alles noch schön. So. Keine Ahnung, ne? Häuser wollen die, ne? Häuser, Häuser, Häuser. Ich weiß nicht, was wir da noch machen sollen. Werden wir hier mal ein bisschen blitzen. Hui. Und?
Oh je. Yeah. Diese Verluste werden meine restlichen Truppen motivieren. Und? Oh nee. Oh, sorry. Da war gerade ein Frosch im Hals. Okay, nochmal. Ja, das hat sich eben komisch angehört. Werde ich in die Aufnahme dann später mal reinhören. Mal gucken, wie sich das dann angehört hat. Das hat dann bestimmt wie so ein Roboter, ne? Oh Mann. Ich bin ja einer. Nein, ich werde das nicht irgendwie rausschneiden oder so. Ich werde es drin behalten. Ich finde dieses Geschneide bei anderen YouTuber, finde ich, dieses alles Schneiden und sowas ist, was ist jetzt? Wir Japaner kämpfen an der Seite der ehrenhaften griechischen Krieger. Die Japaner verbünden sich ebenfalls mit jenen, die sie besiegt haben? Wie kann das sein? Oh. Die Griechen haben ehrenhaft gegen uns gekämpft. Und nun bekämpfen wir euch als gemeinsame Streitmacht. Oh. Okay. Was sind sie? Genug! Lasst die Azteken ein für alle Mal triumphieren. Bekehrter Brüter. Okay. Also, wenn wir jetzt die einbischen. Alles draufgenommen, was man hier hat. Bin ich mal gespannt, was da jetzt los ist. Auf! Genau. Was angreifen. Warum bleibt ihr denn stehen? Okay. Dann haben wir drei Inseln. Das ist schon krass, ne? Dann heißt es hier reinbeischen. Ich glaube, da braucht ganz schön viel, hä? Zum Erobern. 40.000, das ist unglaublich. Wir werden hier nochmal Krieger ausbilden. Wir werden voll Attacke machen, egal. Oh. Egal. Jede kleine Armee ist eine gute Armee oder so, ne? Wir werden ihre Villen in Schutt legen. So. Unsere Mauern werden angegriffen, das muss aufhören.
Attacke! Attacke! Wir machen das schon. Und wenn nicht, keine Ahnung. Sieht's aus. Wir sind schon komplett platt, ne? Das war ja klar. Das war ja klar. Los! Attacke! Das war ja klar. Kriegen wir da neue Truppen oder sowas? Nee, ne? Das passiert allen, die es wagen, sich gegen die Macht der Azteken aufzulehnen. Die sind immer noch im Dings, ne? Ach ja. Naja, gut. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Ich weiß wirklich nicht, was wir da so genau machen sollen. Sollen wir jetzt Armee machen und die dann wegbashen oder so? Kann das sein? Ich weiß es nicht so wirklich. Ich weiß es echt nicht so wirklich. Wir können hier nochmal hier nochmal einen Blitz hier reinhauen. Ich würde ja gern, dass ich in der Nähe bin und dann immer hier so die dann heilen kann und sowas, ne? Das wäre ziemlich cool. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. So, nochmal ein bisschen rein. Die Musik ist hier auch mega, mega nervig zurzeit. Also, mich nervt die gerade irgendwie. So. Angreifen sollt ihr doch. Erobern. Wir machen uns total platt, ne? Ja, die machen uns total platt. Macht aber nichts. So. Kommt da noch irgendwie Krieger aus? Ja. Ein paar Bogenschützen vielleicht. Ah. Wohnt nicht wirklich was, ne? Na egal. Was man hat, hat man, ne? Was man hat, hat man. So. Ich bin gerade so ein bisschen. Naja, ich weiß nicht. Mal schauen, wie wir das in der nächsten Folge machen. Ich würde sagen, wir beenden auch diese Folge. Aha. Es funkt, glaube ich. Oder auch nicht. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.